Ich sage immer wieder, hier und jetzt ist nur ein allereinziger Geist, der mir zuhört. Ein Geist ist was Unpersönliches. Du Geist, der du mir jetzt zuhörst, du bist der Einzige, den ich heimsuchen kann. Du existierst auch dann, wenn du nicht an den Udo denkst, wenn du auch nicht an den Körper denkst, der du jetzt zu sein glaubst. Du bist immer. Okay? Und nur, egal wen ich jetzt anschaue, ich kann jetzt zum Beispiel hier hinschauen und du Geist beobachtest das. Und du kannst jetzt zum Beispiel hier die Carola sein oder der Thomas sein. War jetzt die ganze Zeit, während du aufmerksam zuhörst, dass der Körper von dem Thomas da oder war da bloß ein Geist, der geschaut hat? Wir halten es erst einmal fest. Wir gehen jetzt in die Welt der wirklichen Fakten. Und dann wirst du immer mehr erkennen, und das ist die ganze Esoterik, was aber keiner mitkriegt, es gibt nur hier und jetzt. Alles, was du Geist wahrnimmst, wird nur von dir Geist wahrgenommen. Ein Gehirn ist was Ausgedachtes. Ohren, Augen sind was Ausgedachtes. Augen, die du dir ausdenkst, sind Materie. Du kannst eine Kamera ausdenken und ein Auge ausdenken. Und das Auge, das du dir ausdenkst, kann genauso wenig sehen wie eine Kamera, und die Ohren, die du dir ausdenkst, können genauso wenig hören wie ein Mikrofon, und das Gehirn, das du dir ausdenkst, kann genauso wenig denken wie ein Computerchip. Du Geist denkst, du fühlst, du hörst und du bist immer, im Meer. Und was du anschaust, sind deine Gedankenwellen. Da kommen wir später noch genauer drauf.